MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Recht herzlich willkommen bei einer wunderbaren Map und ein wunderbares Add-on, worum es heute in diesem Video gehen soll. Herzlich willkommen erstmal auf der Map Gladbeck zurück. Herzlich willkommen hier zu einem kleinen ICE. Interessant auf jeden Fall. Ja, wir fahren heute eine Linie, die wir noch nicht gefahren sind. Es gibt tatsächlich noch eine Linie, die wir nicht gefahren sind. Warte, ein bisschen lauter hier, ne? Und zwar ist das Linie 381. Ganz chillig, ne? Und genau, Omni Navigation haben wir auch wieder mit dabei. Unser Bus, ein C2 mit... Das war das mit ZF Ecolife, ich weiß gar nicht, C2G auf jeden Fall, Gladbecker Version 381.01. Ich weiß es nicht. Jo, ist richtig. So. Ja, und also ihr könnt in der Beschreibung nochmal nachgucken, ne, was das genau für ein Bus ist. Auf jeden Fall starten wir die Scheiße mal. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt im Rückwärtsgang ist. Läuft er schon? Jetzt. Schönes Ding. So. Dann können wir unser Lenkrad noch ein bisschen einstellen. Zack. Wir fahren extra abends, damit man die ganze Scheiße von der Map nicht so sieht. So. Wir haben auch wieder das Rebus-System am Start. Das heißt, dieses System piept dann wieder, wenn wir irgendwie zu schnell fahren, zu schnell anfahren oder sowas. Motor lang anlassen, zu doll bremsen und so weiter. Also, schöne Scheiße, ne? Ich hasse das System so. So, wir haben wieder top aktuelle KI-Fahrzeuge hier. Oder KI-Züge am Start. Finde ich gut. So, wo war Abfahrt hier, ne? So, warum fahren wir auf Gladbeck auch nochmal? Es gibt ein neues Update für Gladbeck. Da ist ganz, ganz viel passiert, und zwar hat man die Ticketpreise verändert, ja. Guten Tag. Guten Tag, ganz stark, auf jeden Fall. Hallo. War mir eigentlich fast zu schade, hallo, um den Speicherplatz, muss ich sagen. Hallo. Hallo. Hallo Busfahrer. Moin. Na, was geht, Mann? Hallo, ich hätte gerne eine Fahrkarte, bitte. Ah, Mega The Gaming, ja, ich habe dich überholt mit den Abos. Herzlichen bitte schön. Dank. Jo. So, ich gönne mir kurz noch den Booster. Den Booster XXL heute wieder am Start. Ganz klare Sache, das Original ist zurück. Ja, ich mach kurz das Licht an, warte. So, Kurzstrecke war das, ja? Ja, ich werde ja wohl noch einen Schluck Booster trinken dürfen, du Fotze, Alter. Ich boxe dich gleich da hinten. So. Schöne 2 Minuten Verspätung hier, juckt mich auch gar nicht, Alter. So, komm, fahr los hier. Also, heute soll es, wie es schon überall groß steht, um das neue Add-on von dem Gladbecker Entwickler Kevin Nitschmann gehen, und zwar Metropole Ruhr, beziehungsweise Metropole Ruhrgebiet. Das ist noch nicht ganz deutlich geworden, wie der Scheiß nun heißen soll. Na, das Ganze soll ursprünglich im Frühjahr herauskommen. Wir werden später noch darauf eingehen. Das Ganze wurde um 5 Monate nochmal verschoben vor kurzem. Aber erstmal ganz klar, das... Ja, jetzt fahre ich schnell zu da an hier. Das ist mir aber auch scheißegal, ehrlich gesagt. Also das Add-on soll Metropole Ruhr heißen, beziehungsweise Metropole Ruhrgebiet. Und wenn man den Namen schon mal hört, also wenn bei mir sind zumindest da... Kommen mir die Nackenhaare hoch, bei mir als Geografie-Leistungskursschüler. Denn... Das Ruhrgebiet als Metropole zu bezeichnen, das ist schon sehr, sehr fragwürdig. Also. Ja, schön, dass nochmal rot ist. Dankeschön. Ey, die Aufnahme wird so lange gehen heute, ne? Jedenfalls ist es ja so, dass. Na, eine Metropole ja die Hauptstadt oder ein politischer, wirtschaftlicher. Oder. Ja, gesellschaftlicher Mittelpunkt ist. Sowas halt, ja. In Deutschland ist es Berlin, Hamburg etc. Ne? Sowas ist eine Metropole, eben eine Stadt, eine Hauptstadt. So.
Ja, nicht unbedingt die Hauptstadt Berlin, sondern auch meinetwegen Hamburg, aber eben sowas. So. Und das Ruhrgebiet selber, wir gehen jetzt mal von dem Namen Metropole Ruhrgebiet aus. Das Ruhrgebiet ist keine Metropole meiner Ansicht nach. Ich habe natürlich mich sehr lange auf das Video vorbereitet, habe dazu mehrere Quellen verwendet, habe auch nochmal meine Geografielehrerin gefragt und das Ruhrgebiet ist keine Metropole, sondern man bezeichnet das Ruhrgebiet als Metropolregion. Das heißt, die Städte im Ruhrgebiet, beispielsweise hier Gelsenkirchen oder Gladbeck, ne, die man ja so hat, Bottrop, das sind alles keine Metropolen, aber insgesamt, diese ganzen Städte zusammen ergeben halt eine Metropolregion, aber keine Metropole. So, das heißt, man hat schon mal einen völlig falschen Titel gewählt, ja. Ein Titel, der schon mal so geografisch komplett falsch ist. So, wenn man jetzt sagen würde, Metropole Ruhr, ist es ja komplett absurd, weil die Ruhr ja ein Fluss ist, aber ich glaube, so dumm wird man nun nicht gewesen sein. Aber das Ruhrgebiet ist keine Metropole. Erstmal, um das klarzustellen. So, dann wurde ja ein Masterplan veröffentlicht, so wurde er genannt, auf jeden Fall sehr krasser Name erstmal an dieser Stelle. Ein Masterplan mit den ganzen, ja, Features, die uns hier erwarten werden. Und zwar wird das eine Erweiterung zu Gladbeck sein. Das heißt, wir werden 50 Linien haben. Man wird 13 neue Linien hinzufügen. Und zwar Linie 260 bis 268, Linie NE 19, Linie 908 und Linie 979. Ihr merkt schon, das ist dann auch, denke ich mal, von verschiedenen Unternehmen, die dort am Start sein werden. Man wird dazu noch zwei Linien verlängern, nämlich die 189, die ging ja immer nur bis zum Stadion, weil das war wirklich so ein Abschnitt. Oh, scheiße, ich muss hier, glaube ich, wo hätte ich rauffahren müssen? Hier, ne, hier hätte ich. Ja, ist jetzt egal. So, Achtung, bitte festhalten. Ich fahre nicht so oft auf der Map. Also, um genauer zu sein, fahre ich gar nicht auf der Map, weil ich sie scheiße finde. Und gut, jetzt halten wir erstmal hier schön an der Haltestelle mit Spandauer Wartehaus. So muss das sein. Hallo. Hallo. Hallo, Busfahrer. Mhm. Dankeschön. Alles klar. Mhm. Also zwei Linien. Verlängert 189 ab dem Stadion. Das war ja wirklich so eine kleine Minilinie nur. Die verlängert man nun etwas. Ist ja eigentlich eine relativ lange Linie, auch mit viel Verspätung. Und die Linie SB16 wird noch einmal verlängert. Die ist ja jetzt schon mega lang. Von Bottrop bis nach Essen. Wird nun auch nochmal verlängert. Sodass wir dann insgesamt, ja, 15 neue Linien haben und dann von den 35 auf 50 neue Linien kommen. So, an den anderen Linien, also die es jetzt schon gibt, wird nicht besonders viel verändert. Also, es ist echt, nee, ne, aber man kann schon ein bisschen, ja, zusehen auf der Facebook-Seite. Also manche Sachen finde ich schon sehr gut, die dort gemacht werden, aber ich glaube, ich werde nachher noch drauf eingehen. Insgesamt wird es, ja, wie gesagt, Gladbeck wird ein bisschen erweitert. Also wer Gladbeck geil findet, bitteschön. Soll ich das holen, aber. Also ich werde es mir natürlich aus Neugier und weil ich weiß, dass es bei euch gut ankommt, werde ich mir das natürlich auch holen. Aber privat würde ich es mir zu 99% nicht holen. So, das Entscheidende an diesem Add-on, ja, das ganz besondere Feature wird der neue Solaris sein, der damit geliefert wird. Erstmal hier, die Performance ist sehr gut auf jeden Fall auf dieser Map, wie wir hier gerade sehen. Wow. Es wird ein neuer Solaris mitgeliefert, und zwar der Solaris Urbino 4. Bekomm mal bitte Preisstufe A. Ja, halt's Maul. Moin. Ja, also der Solaris Urbino 4, das ist der ganz neue Solaris, ja. Also der, die... Wie das? Bogestra ist das ja. Also hier im Spiel Gibostra. Ja, ist mir jetzt egal, der da jetzt reingefahren ist. Hallo. Alter, ich hasse das so hier zu fahren, Alter. Die KI. Also,
Ja, hallo, ey, das ist so ein eine Drecksmap, ey. Ich hasse es hier zu fahren, wirklich. Aber da muss ich wirklich heute aufpassen, meine ganzen Punkte, die ich mir rausgearbeitet habe, hier ordentlich und ruhig vorzutragen. Weil dieses Spiel macht echt aggressiv hier. Und zwar wird der neue Solaris mit einer Lizenz mitgeliefert werden. Als Solo- und Gelenkbus. Gelenkbus ist ja real. Nämlich der von der Burgessa. Die Solo-Variante nicht. Also zumindest bei der Burgessa. Ja, bei anderen Unternehmen ja schon. Ja, dort wird es eine E-Net-Kasse geben. Und es wird ein neues VDV. Oder ein neues, wahrscheinlich nicht. Es wird ein VDV-Dashboard geben. Und da gehe ich natürlich sehr stark davon aus, dass es dasselbe wie beim Citaro von Palma wird, nämlich das aus dem O405. Nur man kann da nicht ankommen, jo, die Busse haben das in der Realität auch. Nein, die haben zwar ein VDV-Dashboard drin, aber die haben kein altes drin, die haben nämlich ein völlig modernisiertes drin. Also das sieht richtig geil aus. Wenn man das so umsetzt, also dann hat man vielleicht auch mich überzeugt, aber wird man eh nicht. Also wichtig ist, dass der Bus auch gut funktioniert, dass er ordentlich fährt. Drehzahlen besser sollen mit dabei sein und Parkettboden sollen wir haben. Also sehr interessante Sachen auf jeden Fall, die wir da schon gehört haben. Achso, hier sollen wir gar nicht anhalten. Ja, schön, dass man mir das auch mal sagt. Ja, heul nicht rum da mit deinem Gepiepe, ne? Der Solaris könnte am Ende nochmal so ein bisschen das Zündlein an der Waage sein. Also das ist für viele wahrscheinlich auch ein Argument, sich das zu kaufen, wenn der Bus richtig geil sein sollte. Naja. Genau, Gladbeck bleibt erhalten. Also Gladbeck braucht ihr euch dann nicht mehr kaufen. Es sei denn, ihr braucht den C2, den kein Mensch braucht. Und genau, Aerosoft wird es zu 99% nicht aus dem Shop rausnehmen, genauso wie bei OMSI 1. Da wird man dann irgendwie Ruhrgebiet Best Oft oder so draus machen. In der Hoffnung, dass es dann doch noch ein, zwei Blinde gibt, die das dann kaufen. Ne? Wenn man nun den ganzen Content von Gladbeck für 35 Euro ein zweites Mal verkauft. Ja, ne? Am Ende würde es sich lohnen, aber ich finde das jetzt natürlich, wenn man, also den Kunden gegenüber finde ich das eine ziemliche Verarsche und Abzocke. So, muss ich mal ganz klar sagen. Preisfrage. Preisfrage ist ganz, ganz interessant. Es wird nämlich der komplette Content, außer eben dieser C2 von Gladbeck, nochmal neu verkauft. Das heißt, nehmen wir jetzt mal für den Bus 5 Euro weg, sind wir bei 30 Euro. Das heißt, diese 30 Euro sind schon mal der Mindestpreis, den man bezahlen wird. Dazu kommt, dass natürlich Solaris Lizenz dazugekommen ist, die Burgessa angeblich auch eine Lizenz stellt. Und ja, also da wird auf jeden Fall einiges dazukommen, was auch nicht Geld kostet. Plus die neuen Linien, die kosten alles Zeit, die auch bezahlt werden möchte. Sodass in meinen Augen, heute an diesem Tag werde ich meine erste Preisvermutung abgeben. Und ich möchte gerne, wenn das Produkt dann draußen ist oder wenn der Preis endlich geklärt ist, der wird ja meistens kurz vorher veröffentlicht. Hallo. Dann vergleichen wir das mal. Mein Preis, mein vermuteter Preis für das Add-on ist 40 Euro bzw. 39,95 bzw. 99. Das ist mein Vorschlag. Um Gottes Willen, mein Vorschlag wäre 5 Euro für so eine Scheiße, aber das ist meine Vermutung. Links abbiegen kannst du nicht, Junge. Oh, nee. Leute, was ist das denn für ein Add-on? Ja, komm, C2, zieh mal durch hier, Junge. Meine Fresse. So, also mein Preis, meine Preisvermutung ist 40 Euro für das Add-on Metropole Ruhrgebiet. Womit sich der Entwickler und der Publisher wieder rechtfertigen werden, was völliger Schwachsinn ist in meinen Augen. Naja. Was hatten wir? Wir haben schon auf der... Was fährt er hier mit 20 lang, Alter? Wir hatten auf der Facebook-Seite schon einige Bilder gesehen. Und zwar auch von Objekten. Und zwar hatte ich da zum Beispiel ein Netto gesehen. Der Marken-Discount wird eine Lizenz haben. Und
diesen Netto, den hat man wieder unscharf gemacht, so wie bei Palma und vorher auch auf Gladbeck. Und das Allerlustigste war, man hat den von der Seite fotografiert, dieses Schild. Und dann hat man das gerade raufgeklatscht. Das heißt, wenn du von vorne rauf guckst, ist er total schief. Dann denke ich mir so, oh mein Gott, Alter, wie kann man so scheiße sein? So, was hatten wir noch? Ja, ich habe neue Bilder gesehen von den neuen Abschnitten. Und dort habe ich natürlich gesehen, wie man baut. Und zwar sind das ist es überwiegend die Qualität so auf der Linie 253. Also seit man Gladbeck auch Paver gemacht hat. Und zwar ist es so, man hat jetzt auch neue Straßen zwar, aber man wird nach wie vor nur mit Spannerhäusern bauen. Die Wohnhäuser. Es ist nicht ein neues Wohnhaus dabei. Es besteht nur aus Spannerhäusern. Das ist echt richtig, richtig peinlich. Also ich verstehe das, wenn man jetzt das nicht darf vielleicht, ne, die realen Häuser einfach abfotografieren, weil es die Leute vielleicht auch nicht wollen. Aber dann wenigstens ein paar neue Wohnhäuser könnte man entwerfen. Ne? Das ist nicht, also neue Wohnhäuser, fiktive Wohnhäuser, die man dann vielleicht auch auf anderen Maps wieder verbauen könnte. Privat, ne? Aber nein. Nein. Warum auch? So, was ich jetzt hier nicht verstehe. Grenzstraße. Nächste Haltestelle. Kölnstraße. Nächste Haltestelle. Nee. Nächste Haltestelle. Jo. So, ist unser Bus von außen. So, Schalker Meide jetzt hier. Also, die auch nur aus Spandauerbecken besteht. So ein schickes Thumbnail hier, wartet. Bam, Junge. So. Gut, wo noch keine Frage, also wo noch nichts im Masterplan mit drin war, sind die KI-Fahrzeuge. Ob es neue KI-Fahrzeuge gibt. Meistens ist es ja so, wenn man es nicht erwähnt, gibt es das auch nicht. Aber jetzt habe ich da doch ein bisschen was anderes noch gehört, also lasst euch mal überraschen, da will ich jetzt noch nichts sagen. Wichtig ist mir auch, nach diesem heutigen Video kann noch kein Mensch dieser Welt irgendein Urteil über das Add-on abgeben. Das wird sich dann erst ein paar Monate vor Release so zeigen. Da kann man schon mal so eine erste Empfehlung abgeben, ob man sich das Add-on nun holen sollte oder nicht. Aber man kann ja schon davon ausgehen, dass Kevin Dischmann sich nicht weiter verbessert haben wird in seiner Bauqualität, weil die ist nun mal so, wie sie ist. Ne? Und wie er immer sagt, also entweder man sieht da drin einen Mehrwert, entweder man findet es gut oder man findet es nicht gut. So. Und Gladbeck hat leider sehr gute Verkaufszahlen. Und das müssen ja anscheinend doch Leute gut finden. Also es meckern ja immer so viele Leute drauf rum. Ich natürlich auch. Ich hätte es mir privat nicht geholt, also weder Gladbeck noch Palma. Aber die Leute kaufen sich den Scheiß trotzdem und dann geht es immer weiter damit. Und das habe ich euch schon oft gesagt, wenn ihr wirklich dem Öffentlicher zeigen wollt, dass das scheiße ist, was er macht und das euch nicht gefällt, dann kauft es euch nicht. Und dann wird auch Herr Aerosoft das merken, dass sie keine Aufträge mehr an ihn geben müssen. Aber ansonsten geht das weiter. Ne? Mir ist das jetzt egal. Also ich sag euch das nur so, wie es ist. Entweder ihr kauft es euch, wenn es euch gefällt, oder ihr sagt, nee, ich finde das so, wie es ist, scheiße. Und dann hole ich es mir eben nicht. Aber ich sage nicht, nee, ich hole es mir. Und obwohl ich es scheiße finde. Naja, ne? Also ich gebe heute noch keine Meinung ab zu dem Add-on. Hallo. Ich will euch nur ein bisschen darüber berichten, was schon alles so draußen ist. An Informationen. Vielleicht weiß es der ein oder andere ja noch nicht, was ich euch hier offiziell gesagt habe. Also das Ganze ist wirklich vom Masterplan und von Facebook Gladbeck Forum, das sind alles verlässliche Quellen.
Ich habe mir auch von allem natürlich Screenshots von gemacht. Kann man dann, wenn das Produkt draußen sein sollte, natürlich immer ein bisschen vergleichen und so weiter. Ihr kennt das ja von mir. Ja, und das war vor einer Woche alles draußen. Ja, ich wollte ja die Aufnahme schon vor einer Woche machen. Und nun kam also am 20. Januar, wenn mich nicht alles täuscht, die Meldung im Forum. Die Meldung eines von der Verschiebung des Releases. Ja. Also würde ich euch auch empfehlen, guckt einfach mal rein. Guckt ins Forum rein, guckt auf Facebook. Informiert euch mal ein bisschen drüber. Weil das ist auch nicht schlecht, ja. Weil im Gegensatz zu den meisten anderen Add-ons könnt ihr hier wirklich die Entwicklung sehr, sehr gut mitverfolgen. Ihr könnt eure Wünsche dort mit einfließen lassen. Wenn ihr Glück habt, werden sie auch gelesen und umgesetzt. Aber gut, ihr kennt den Entwickler jetzt, ne? Aber er versucht es trotzdem. Nur wenn ihr ihm halt hinschreibt, jo, das sind doch spannende Objekte, gut, das weiß er selber. Dann ist es am Ende eure Sache, ob ihr das Ganze dann unterstützen wollt oder nicht. Wie gesagt, ich... Viele wissen es vielleicht nicht. Keine Ahnung, ich kann mir die guten Verkaufszahlen von Gladbeck nicht erklären. Keine Ahnung. Ich meine, gut, sicherlich damals die V6 hatte mega viele Downloads. Kann ich sagen, jo, war damals ganz cool eigentlich auch mal in Omsee hier durchs Ruhrgebiet zu fahren. Aber ich kann mir das nicht erklären, warum so viele Leute 35 Euro für sowas hier ausgeben. Da bin ich dann mit meinem Latein am Ende. Und ich werde euch diesen kleinen Text vom Entwickler nochmal vorlesen. Einfach um euch auch ein bisschen... Also genau so, ich habe mir einfach einen Screenshot von gemacht, als es rauskam. Der Entwickler verändert ja gerne mal den einen oder anderen Text, wie wir ja aus der Vergangenheit gelernt haben. Ich habe mir gleich davon einen Screenshot gemacht und werde euch das jetzt gleich vorlesen. Also, folgendes. Liebe Community, wir geben euch nun frühzeitig bekannt, dass wir den Release-Termin März, April nicht einhalten können. Da denke ich mir so, Digga, willst du das in 2 Monaten schon fertig haben? Wie willst du das? Du hast doch gerade erst angefangen damit. Nach Palma. Ja, Palma kam im Dezember raus und nach, das wären dann 3-4 Monate, wo du dann nur dran baust, da willst du das schon fertig haben. Da denke ich mir so, okay, Zeitplanung, jo, läuft. Aber es liegt einfach daran, dass man parallel zu Palma schon gebaut hat, weil man sieht ja auch bei Palma, dass da keine Mühe und keine Lust drin steckt. Ich weiß es nicht, also ich finde, wenn man, also ein Add-on, was man für viel, viel Geld, das wird mega teuer, das Add-on, was man für so viel Geld rausbringt, das darf doch nicht nur 3 Monate Entwicklungszeit haben, ne? Von daher finde ich diesen Schritt, den man jetzt hier geht, völlig richtig, aber ich finde, es hätte vorher schon eben bewusst sein müssen. Also so blöd kann man eigentlich gar nicht sein und sagen, jo, 3 Monate prognostiziere ich jetzt für dieses Projekt. Kann nicht sein. So. Also, weiter geht's. Und zwar, mehrere gekoppelte Gründe, man schreibt ja nicht welche, bewegten uns dazu. Also ich versuche das einigermaßen ordentlich vorzulesen, das ist natürlich wieder überhäuft von Rechtschreibfehlern. Uns dazu, den Release-Termin zu verschieben auf das Ende der Sommerferien in NRW. Da denke ich mir so, aha, ne, der Sommerferien in NRW. NRW hat eigentlich immer relativ früh Ferien. Wartet mal, ich habe so eine Ferien-App, da gucke ich gerade mal rein. Und Nordrhein-Westfalen hat Sommer bis zum 29.08. Also wird es wahrscheinlich im September rauskommen.
Höchstwahrscheinlich, ne? Und die Gamescom wird vom 22. bis zum 26.8. stattfinden. Hm. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das wieder Absicht? Dass man es dahin verlegt und man sagt jetzt Sommerferien. Nicht einfach so, jo. Sondern man sagt Sommerferien einfach nur als Alibi, weil in den Sommerferien, Ende der Sommerferien von NRW noch die Gamescom ist und man sich dort nochmal präsentieren will und noch ein paar Leute abgreifen will, die sich das Produkt ansehen und sagen, jo geil, hole ich mir. So. Interessant finde ich auch, dass dieser Text hier, also dass die Ankündigung an die Community, dass der Release verschoben wird, einfach vom Entwickler kommt und nicht eigentlich wie üblich vom Publisher. Eigentlich ist es die Aufgabe des Publishers. Ne? Kommt einfach mal vom Entwickler. Ja, das sind so Sachen, Omsi-Business, so, ne? Kannst du echt nur den Kopf schütteln. Also höchst unprofessionell, wie ich finde. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, aber zu der kann man natürlich stehen, muss man nicht. Hallo. Moin. Also was auch mal cool wäre, neue KI-Charaktere. In einem Add-on mitgeliefert. Hallo. Nicht diese von Games, die so scheiße aussehen, sondern wirklich schöne. So. Wir wollen mit dem Add-on Metropol-Ruhrgebiet eine breite Masse wie beim Add-on Gladbeck ansprechen und damit möglichst viel Geld verdienen. Füge ich jetzt einfach mal hinzu. Ja? Also man will eine breite Masse, man will breite Verkaufszahlen haben, das ist doch klar, Alter. Ach, eine breite Masse ansprechen, so ein Blödsinn, Alter. Man will einfach nur noch mehr Geld verdienen. Aber es ist interessant, wie man das hier formuliert. Also, finde ich ja immer wieder. So. Rum um die Kurve. Heute noch. Bastard, Alter. So. Hallo. Seht zu hier. Ja. Das geht nur, wenn wir die genannten 50 Linien integrieren und diese in einer entsprechend hohen Qualität abliefern. Denke ich mir so. Alles klar. Entsprechend hohe Qualität. Hohe Qualität. Gladbeck, hohe Qualität. Also mal abgesehen davon, dass man an den 35 Linien, die jetzt bis auf vielleicht ein, zwei Linien wirklich scheiße aussehen, dass das schon eine miserable Qualität ist, was Gladbeck bisher hat. Und dann will man jetzt sagen, ja, man legt jetzt auf Qualität, ist okay, aber dann hast du vielleicht 15 Linien, die neuen, die dann, wir nehmen es jetzt einfach mal an, dass die jetzt mega geil werden. Dann hast du jetzt 15 geile Linien, aber es immer noch 35 Dreckslinien, also ich meine, was ist denn das? Moin. Moin, und ich hoffe auch wirklich, dass uns sowas hier erspart bleibt, dass wir hier den Spandauer Bürgersteig haben. Ey, das ist echt unfassbar hier. Spandauer Bürgersteig und dann einfach hier so eine billige Textur, so ja, weiß ich nicht, nicht halbes und nichts Ganzes hier irgendwie so raufgeklatscht und dann, weil das kann es nicht sein, ne? So. Ich habe ja noch eine Minute Pause, also Gladbeck 2016 wurde über das ganze Jahr 2016 immer wieder aktualisiert und nahezu alle Linien erstrahlen nun in einem einwandfreien, durchgehenden Qualität. Ja, alles scheiße. Nee, aber wenn das 2016 ganzjährig aktualisiert wurde, dann sieht man doch einfach, dass an Palma nichts gemacht wurde. Ja, das wurde nur so nebenher, weil der Auftrag da erteilt wurde von der Aerosoft und dann sollte die Scheiße für 30 Euro möglichst schnell vertickt werden, Alter. Meine Fresse. Das ist meine Interpretation, ja. So. Die NF6D hat auch anstelle von 3 Monaten Entwicklungszeit stolze 6 Monate verschlungen, wodurch Mallorca auch um 2 Monate verschoben werden musste. Also eins muss man dem Entwickler ja lassen, Zeitmanagement ist auf jeden Fall etwas, was er kann. Mittlerweile schieben wir einen Entwicklungsstau von 5 Minuten von uns her, Zeitmanagement ist gut, für das Add-on Metropol-Ruhrgebiet. Um gleichbleibende und verbesserte Qualität am Ende umzusetzen, benötigen wir die 5 Monate, gerade bei solch einem riesigen Projekt. Also 5 Monate wird das Add-on verschoben, das ist so peinlich. Habe ich vorhin, glaube ich, beim Namen vergessen, wenn man jetzt gesagt hätte, also das Ruhrgebiet ist ja auch ein Ballungsraum, ne? Am Ende ist es so, was verkauft sich denn besser?
Ballungsraum Ruhrgebiet oder Metropolregion Ruhrgebiet oder einfach Metropole Ruhr, Metropole Ruhrgebiet. Ist doch ganz klar, dass man da einfach nur möglichst viel Cash machen will. Das ist der Sinn des Add-ons ist einfach nur noch mehr Cash zu machen, als man es mit Ludbeck gemacht hat. Deswegen wird der Preis nochmal angezogen. Deswegen wird da nochmal ein neuer Bus mitgeliefert, dass man sich den nochmal holen soll. Der will einfach nur möglichst viel Cash gemacht werden. Und deswegen lasst euch nicht verarschen davon. So, also, ne, das ist so meine Vorstellung von dem Add-on, dass einfach nur möglichst viel Cash gemacht werden will. So. Das bedeutet am Ende mehr Zeit für jede einzelne Linie und mehr individuelle Gestaltung, so ein Blödsinn. Bestehende Linien werden auf ihrer Gesamtlänge nicht überarbeitet, jedoch wird an Gestaltung punktuell, wie zum Beispiel Oberhausen Hauptbahnhof, etwas verändert, verbessert. Ja, weil da wahrscheinlich dann noch eine... Oh, Alter, weil da ja eine neue Linie von abfährt. Und deswegen hat die natürlich auch Einfluss auf die alten Linien. Also die alten Linien werden teilweise verbessert, aber nur halt auf den Gebieten, wo halt eine neue Linie langfährt wahrscheinlich. Meine Güte, ey, das ist doch... Das kannst du dir nicht erklären, sowas. Wo sind wir denn hier? Falls ihr jetzt sagt, der Bus ist geil, der Bus hat geilen Sound, ja, ist aber nicht von dem Add-on mitgeliefert, also der Mercedes-Stern ist zum Beispiel, habt ihr in der Beschreibung verlinkt, der Sound ist von Morphe mega geil, also, so wie der hier rausgekommen ist, nein, so kann man den nicht fahren, nein. Gleichzeitig gibt es noch Beta-Tests, ja, da bin ich auch sehr gespannt, ich habe mal bei Aerosoft geguckt, man kann nirgendwo steht da was von einem Beta-Test. Mich würde es ja schon mal reizen, ne? Aber, oh, hier rechts schöner Berliner Bürgersteig, so muss das sein. So. Noch ein Wort. Im Interesse der Nutzer und uns habe ich nun den Publisher in Kenntnis gesetzt, dass wir nun alle drei geplanten Add-ons verschieben müssen, ey. Ich glaube, da würde man sich ja sehr, sehr freuen. Also bei Aerosoft, ja, da ist Kevin Nischmann, der ist ja in der Vergangenheit auch in dem Konflikt mit mir, nein, er ist überhaupt nicht negativ aufgefallen. Und dann kommt er da an, yo, ich habe jetzt hier meine drei Add-ons, meine drei Produkte, aber alle muss ich verschieben. Da denke ich mir als Publisher auch so, yo, habe ich schon einen guten Partner hier an der gezogen. So, was ist das für eine bescheuerte Straßenführung hier, Alter? Oh Mann, ey, das Ruhrgebiet ist auch, also... Nee, hier will ich kein Verkehrsplaner sein, ganz ehrlich. Du fahr, Alter. So. Aber mit einem Release des neuen Add-ons Metropole Ruhrgebiet ist nicht vor den Sommerferien im Jahr 2017 zu rechnen. So, das ist natürlich sehr interessant. Eigentlich hätte man ja erwartet, dass es gerade Anfang der Sommerferien rausgehauen wird, weil... Was ist denn das hier wieder? Anfangs der Sommerferien, weil ja dann die Leute sich das holen und dann zocken in den Ferien. Andererseits hat man vielleicht auch gedacht, jo, die meisten fahren ja dann doch noch weg in den Sommerferien. Und... Dann ist es ja gut, wenn die Schule wieder anfängt, dann sind sie ja sowieso zu Hause und so. Oder manche sagen sich dann auch, ja, nee, also es kommen ja viele immer an, im Sommer zum Beispiel, weshalb die Quoten beim Fernsehen sind so viele in der Sommerpause oder die Quoten sind halt auch deutlich schlechter, weil ja Sommer ist und alle draußen rumhängen, aber denke ich mir so, ich bin ja wohl nicht der Einzige, der 24/7 drinne hängt, auch im Sommer. Also, Mann, ist das bescheuert, denke ich mir doch mal so, ne? So, was haben wir noch so im Angebot? Einen Satz habe ich, glaube ich, noch. Da ich denke, dass wir alle eine vernünftige, umgesetzte Karte mit vielen Bussen und vielen Verknüpfungen und vielen KI-Fahrzeugen haben möchten, hoffe ich auf euer Verständnis. Also man muss echt aufpassen, dass man da nicht lacht, was da hier teilweise steht. Und hier war ja auch gerade wieder die Rede von KI-Fahrzeugen, also ich denke schon, dass da neue mitgeliefert werden. Ist die Frage, ob da Darius Bode nochmal sagt, yo Digga, kannst du nochmal haben hier? Oder ob es dann wirklich heißt, nee, macht er nicht und es wird noch jemand anderes sein. Ich habe bisher nicht gehört, dass jemand anderes an dem, also ein anderer Omsi-Add-on-Ersteller oder ein Modder aus dem Omsi-Forum an dem Add-on mitarbeitet. Das habe ich bisher nicht gehört.
aber kann ja noch kommen. Also ich meine, bei Palma hat auch da das Boden mitgearbeitet und nirgendwo standet. Ne? Hallo. Hallo. Also in diesem Sinne soll es erstmal von Add-on Metropole Ruhrgebiet gewesen sein. Ich werde euch natürlich, wenn jetzt irgendwie mal wieder eine ganz aktuelle Top-Meldung rauskommt, werden wir mal wieder eine Folge haben, wo wir drüber quatschen werden, aber das soll es jetzt erstmal für die nächste Zeit gewesen sein mit Gladbeck und so weiter, also mit Kevin Nischmann-Projekten. Es sei denn, haut jetzt nochmal was ganz Neues raus oder so. Aber wird wohl nicht sein. Angeblich soll auch auf Mallorca wirklich nochmal so ein kleiner Patch rausgekommen sein. Also da soll wirklich einiges verbessert worden sein angeblich, aber ich rühre die Map nicht noch einmal an, das könnt ihr vergessen. Also seit ich die letzte Aufnahme gemacht habe, wann war das? Also ich bin 2017, bin ich noch gar nicht auf dieser Map gefahren. Seit ich die letzte Aufnahme vor Weihnachten gemacht habe auf dieser Map, habe ich sie nicht einmal angerührt, ne? Also selber werde ich sie nicht mehr fahren, ich werde sie eventuell mal noch anderen Leuten zum Test fahren und dann da mich drüber lustig machen, aber mehr auch nicht. Ne? Ich hoffe nur, dass dieser neue Solaris nicht dieses Rebus-System drin hat, Alter, dann raste ich ja wirklich komplett aus. Weil das ist teilweise schon nervig auf anderen Maps dann. Jetzt wird ja auch gerade der neue Busbahnhof Gelsenkirchen-Rathaus wird gebaut, ne? Wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, den wird Kevin Nitschmann nicht umsetzen. Der wird ja, weiß ich nicht, wann wird er fertig werden? Nächstes Jahr oder so? Also der wird nicht umgesetzt werden. Wahrscheinlich dann in Metropole Ruhrgebiet Teil 2, 60 Euro oder so. Erscheint 2018, da ist er vielleicht mit drin oder so, keine Ahnung. Nee, also ich denke mal, also wenn Lotus auf jeden Fall Potenzial hat, dann könnte es auch vielleicht dafür sorgen, dass so einige Add-on-Entwickler in den Bach runtergehen. Ja, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Kevin Nischmann, da meine ich, gehe ich eher in die Richtung Halukon. Ja? Denn, ihr habt vielleicht auch mitbekommen, Add-on Bremen gibt es auch was Neues. Es gibt den neuen, also den MRN Line City, da gibt es neue Bilder. Der ist so gut wie fast fertig auf den Bildern. Für mich anscheinend ist immer so ein bisschen der Sound, also von der Grafik her sah er ganz gut aus. Also, er wird wahrscheinlich so dasselbe Niveau haben wie der Line City DD vom Xenadon, also jetzt nicht so pralle, also weiß ich nicht, eher positiv, aber nicht gut, ne? Eher so eine 3- oder so. Ich hoffe wirklich, dass der Sound geil ist, weil der Sound ist schon gerade bei so einem neuen Bus, den man da mitliefert, ist das schon wichtig. Ja, angeblich kam ja auch Luzern jetzt raus. Und dann habe ich da aber irgendwo gelesen, im Februar kommt das raus, das werde ich auf gar keinen Fall anrühren. Also never, ever, ja. Könnt ihr vergessen. Aber auf Bremen bin ich schon sehr gespannt. Also das werde ich mir auf jeden Fall holen. Also das werdet ihr hier auf jeden Fall zu sehen bekommen. Das bin ich sehr interessiert dran. Preis ist ja noch nicht festgelegt worden. Es gibt eine Limited Edition, die total sinnlos ist. Da ist eine Chipstüte oder sowas wahrscheinlich drin. Also irgendwas zum Fressen soll da drin sein. Nee, ich meine so, was, Alter? Hackt das bei euch? Muss auch irgendwas drin sein, was sich möglichst lange hält. Weil, ich meine, den Shit kauft ja eigentlich keiner. Da steht dann am Ende noch drauf, mindestens haltbar bis oder so. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ich hole mir ein Omsiadon, da steht drauf, mindestens haltbar bis. Naja, also da wollen wir, jetzt ist wie bei der Special Edition X10, braucht kein Schwein. Deswegen, wir sind jetzt einfach mal bei der normalen Edition und die sollte in meinen Augen, ich weiß ja nicht, wie viel in Bremen mitgeliefert wird, ich denke, sie wird 30 Euro kosten, denke ich mal. Oder 25. Ja. Das sollte es erstmal soweit gewesen sein. Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet. In diesem Video geht es hauptsächlich um Metropole Ruhrgebiet. Deswegen sagt mir bitte in den Kommentaren, was haltet ihr bisher von Metropole Ruhrgebiet? Denkt ihr, dass der Entwickler sich schon ein bisschen verbessert hat, ein bisschen verbessert wird? Er hat ja auch teilweise aus einigen Fehlern gelernt.
ist es für euch so, ja, sag ich mal, ist das bisher, was ihr so gehört habt, ist das für euch schon aussagekräftig, ob ihr euch das Add-on holen werdet oder nicht? Und wenn jetzt einer vollkommen überzeugt ist, sich das zu holen, dann gerne schreiben, warum. Also ich höre uns mal den Sound an. Wow. Warte, jetzt sollen wir geradeaus? Ist das erlaubt, hier reinzufahren? Ja, okay. Habe ich noch nie gemacht, können wir gerne machen. So, genau. Weil früher bist du ja eigentlich auch, da gab es diese Abzweigung noch nicht, da bist du hier einmal rechts rum, bist so rein, so und so weiter, und dann bist du hier lang. Naja, okay, also wie, ihr seht es auf jeden Fall hier bei Omni Navigation, ist mal ein Kollege am Start. Wartet, was hat der dran? Mhm, 255. Aha. Interessant. Also wenn Viper Hyper einer meiner Zuschauer sein sollte, dann herzlichen Glückwunsch. Bis jetzt im Video. Ich habe ja gesagt, ihr könnt mich hier immer antreffen, so ein bisschen bei Omni Navigation. Auf Gladbeck ist die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich sehr gering, mich hier anzutreffen. So, wo sollen wir denn anhalten? Das sehen wir leider nicht bei Omni Navigation. Hier? Nee, hier, ne? Jo. Dann haben wir es auch geschafft. Alles okay, wunderbar. War auch eine lange Fahrt. Hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt hier mit G-Booster. Waren wir auf jeden Fall unterwegs, nicht der Burgestrahl, nein, nein. Und dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.